Hallo. Mühe geht hinter mir gerade richtig ab. Ich glaube, die hat einen Stock gefunden. Ich bin gerade im Wald und ich finde es so schön hier. Es gibt so viele Geräusche. Manchmal hört man irgendwie ein Flugzeug fliegen, aber das meiste sind Vögelchen und Mühs kleine Spackerei mit Stöcken. Und ja, ich liebe es, im Wald zu sein. Ich habe gerade der Luna gespielt. Da ist sie. Aber jetzt hatte ich Lust, mich hinzulegen und dann überkam mich die Lust, mit euch zu quatschen. Ja, über was möchte ich denn mit euch reden? Ich glaube, ich möchte mit euch sprechen über Liebe zu Mü. Oh, da kommt ein Flugzeug. Jetzt kann ich die kleinen Vögel nicht mehr hören. Geh weg, Flugzeug. Geh weg. Ja, was gibt es über Liebe zu erzählen? Über Liebe gibt es so viel zu erzählen, dass ich einen ganzen Kanal darüber eröffnen könnte. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo geschrieben. Genau, ich bin ein unglaublich romantischer Mensch und ich mache ziemlich krasse Geschenke, wenn ich verliebt bin. Und wenn ich verliebt bin, dann immer heftig. Das letzte große Liebesgeschenk, was ich gemacht habe, war, als ich nach Griechenland gegangen bin. Da war ich nämlich in einer Romanze. Eine Romanze für mich ist, wenn man sich liebt, aber dem Ding keinen Namen gibt und einfach sich liebt und das war's einfach. Oh, eine Romanze ist für mich, wenn man sich liebt, aber dem jetzt nicht irgendwie einen Namen aufdrückt. Und als ich nach Griechenland gegangen bin, war ich also in so einer Romanze, aber mit einem Menschen in Holland. Wir waren auf der gleichen Uni und diese Uni ist also sehr verwinkelt und so verwunschen, so ein bisschen wie Hogwarts. Es hat was Hogwarts-artiges. Und ich war ja ein halbes Jahr in Griechenland und habe ihm also eine Art Adventskalender gemacht, und zwar, dass er jeden Montag, wenn diese Hochschule auf hat, also, es ist ein großer Baum gewesen aus Holz zum Zusammenstecken, so ein Baum, den man sich ins Zimmer stellt. Und an dem hingen lauter Päckchen. Und jeden Montag durfte er ein Päckchen aufmachen. Von allen Wochen, wo ich weg war. Ich habe gerade vergessen, wie viele das waren. Es waren, glaube ich, wie sowas wie 28 Päckchen oder sowas in der Art. Und jeden Sonntag, den ich halt nicht bei ihm war, weil wir uns wirklich ein halbes Jahr nicht gesehen haben, durfte er halt ein Päckchen aufmachen. Und einige Sachen waren an dem Baum dran und einige waren aber auch versteckt an Orten, die ich dann, bevor ich gegangen bin, ausgesucht habe. Und die mussten ziemlich gut sein, weil das Versteck musste ja ein halbes Jahr halten. Also manche Verstecke waren, also und manche Gegenstände waren auch vergänglich. Ich habe ihm zum Beispiel ein Brot gebacken. Ich kann sehr gutes Brot machen mit sehr vielen Gewürzen und Chili und Paprika drin und Zwiebeln drin und da ist ganz viel Gemüse drin, dass es so ein Gemüsebrot ist. Und das war im allerersten Türchen, weil das wurde einfach am schnellsten schlecht. Genau, und das war einfach so ein ganzes Brot, einfach eingepackt in ganz viel Zeitungspapier und mit so Schnur drum gewickelt und es hing einfach an diesem Baum dran. Genau, und das hat er am ersten Montag aufgemacht. Und ich glaube, am zweiten Montag war es ein Stückchen Spitzenunterwäsche von mir. mit meinem Parfum dran. Dieses, was ich mir hinter die Ohren mache. Und das habe ich ein bisschen noch reingemacht, damit es nach mir riecht. Und beim dritten Türchen habe ich dann angefangen, etwas in der Hochschule zu verstecken. Und zwar habe ich ein Kinderbild von mir, als ich noch ganz klein war, versteckt hinter einem Bilderrahmen, der in der Hochschule hängt. Dann, weil er immer in der Hochschule ist und bis so lange spät abends bleibt dort, dass die Kantine zu hat und aber bis 10 Uhr dort üben möchte
und dann immer voll den mega Hunger und die mega Panik kriegt und anfängt, den Ballistoautomaten zu plündern, habe ich ihm also eine kleine Brotzeit gepackt. Ich habe ihm also so eine Brotbüchse gekauft, die so Kinder haben. Und dann habe ich da abgepacktes Brot, so was man so im Bioladen kaufen kann, abgepackt, die sich irgendwie ein halbes Jahr halten. Und einen Aufstrich und ein kleines Buttermesser für Kinder habe ich ihm da reingepackt, was mega cool ist. Und dann glaube ich noch ein Trinkpäckchen mit so einem Mango für Kinder drin, weil sich das halt irgendwie wirklich ein paar Wochen, Monate gehalten hat. Und das habe ich ihm alles in diese Kinderbrotbox gepackt. Und die habe ich in einem ganz bestimmten Raum in der Artis, also der Artis ist der Name der Hochschule, da waren überall so komische kleine Holztürchen in einem Raum, die so überall in der Wand waren und da war einfach gar nichts drin. So, die gehörten so zur Heizung dazu und manchmal waren da so Hohlräume in der Wand und da waren diese ganzen Türchen, wo nichts drin war. Und ich habe sie ihm in eins der Türchen reingepackt und das waren dann immer so Rätsel. Also er musste dann immer erst den Raum suchen und dann überhaupt die Nachricht verstehen und wissen, so, wo das Türchen war. Und dann manchmal waren es auch Sachen, die wir zusammen gemacht haben, so Aufgaben. Zum Beispiel gibt es in Arnheim einen Flügel, der steht am Hauptbahnhof, am Bahnhof und da haben wir zusammen immer ein Lied drauf gespielt. Und dann war die Aufgabe, dass er zum Flügel gehen musste und das Lied für mich spielt. Und ich hatte auch am Flügel einen kleinen Brief für ihn versteckt, was ich das coolste Geschenk... Nein, es gibt so viele coole. Ich hatte ihm eine Flaschenpost gemacht. Die hing an einem sehr, sehr starken Seil, was an einem... was an einem... Bootsteggeländer festgemacht war, sodass die Flaschenpost also so im Wasser war, aber die ganze Zeit da im Wasser quasi wie so ein Anker festgehalten wurde und da war ein Brief drin in der Flaschenpost. Die habe ich ihn aber relativ schnell finden lassen, weil ich nicht wusste, wie lange die überlebt. Und dann habe ich ihm noch unter einen der Stühle in der Kantine einen Brief drunter geklebt, was ziemlich lustig war, weil er dann unter alle Stühle drunter gucken musste und rumkriechen musste und jeden fragen musste, ob er mal kurz aufstehen kann. In einen Flügel habe ich ihm einen Brief reingeklebt. Und was auch voll cool war, was mir voll gefallen hat, das Versteck, war, dass oben an der Decke diese Platten waren, die man so hochdrücken kann, diese Styroporplatten, die man so hochdrücken kann und dann ist da so ein Hohlraum. Und hinter eine dieser Platten hatte ich ihm auch etwas gelegt. Und er musste aber durch ein Spiel erstmal rausfinden, welche der Platten das in einem Raum waren. Das war so ein Kreuzworträtsel, was ich ihm gemacht hatte, wo dann halt die Antwort rauskam, dass es eine Platte war. Ich habe ihm also ganz, ganz viele Sachen versteckt und ich bin mir so unglaublich Amelie-mäßig vorgekommen, weil das halt lauter frische Sachen waren, die er die ganze Zeit von mir bekommen hat, so Briefe und Sachen, die wir zusammen erlebt haben und sein Lieblingsradler und Sachen, die er zusammen machen muss, ein Unterhöschen von mir oder ein Song oder so, die dann aber so ganz frisch reinkamen, so als wäre ich gerade da und das war voll schön und er hat sich auch unglaublich gefreut. Ich habe für das Geschenk noch die ganze Nacht durchgemacht, bevor ich nach Griechenland bin, weil ich war noch nicht fertig mit dem Geschenk. Und habe irgendwie morgens um 7 bin ich losgefahren nach Amsterdam, um den Flieger zu nehmen. Und habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich diesen Baum noch fertig gemacht habe. Und habe den morgens um 7 vor seine Tür gestellt und bin dann losgeflogen von Amsterdam aus. Es war also sehr, sehr romantisch. Ja, ich mache sehr romantische Geschenke. Und die Leute, die Geschenke von mir bekommen, können sich mal sehr glücklich schätzen. Sind nicht viele Leute. Ich schreibe auch super gern Briefe. Und ich schreibe selten Briefe, aber die Leute, die einen Brief bekommen, der hat es auch richtig in sich. Der ist dann nämlich irgendwie mit einer Schwanenfeder geschrieben und schwarzer Tinte auf einem Stück Pergament. Und wenn du den bekommst, musst du von innen anfangen zu lesen und es ist eine Spirale und du musst den Brief die ganze Zeit drehen und überall sind kleine Zeichnungen. Und ich sammle auch... an diese Teebeutel von Yogi Tee, wo so Nachrichten draufstehen, diese, wo so, Proverb fällt mir gerade nur ein, wo diese Sätze draufstehen und ich sammle ganz, ganz viele davon und ich habe für jede Situation den passenden Teebeutel, sowas wie, das Universum ist nicht schön ohne dich und so, die dann, wo ich den klebe ich dann einfach den Teebeutel dann irgendwo hin. Genau, und wenn ich einen Yogi Tee trinke und dann romantischen finde, dann kommt der direkt in meine Romantikkiste. Ja. Ich habe auch einen Lippenstiftknoter, hat er auch gefunden. Mir fällt mir gerade nicht ein, was da noch alles drin war.
Da waren voll die süßen Sachen drin. Ich frage mich gerade, was das letzte Türchen war. War das ein Flugticket, dass der mich besuchen gekommen ist? Er war mich auf jeden Fall ganz am Schluss besuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm das Flugticket eingetan habe. Müchen! Das sind die Großen. Komm mal hier hin. Ja! Komm mal hier! Ja! Wer kommt denn da? Mein kleiner Schlittenflug! Ja! Ah, ich freue mich gerade so hier zu sein. Und es... Uiuiui! Es wird schon langsam dunkel. Und ich bin auch irgendwie voll müde. Ich hatte gerade ein Konzert, deshalb bin ich so furchtbar schick angezogen. Und ich muss mal einfach mal aufpassen, dass ich hier nicht einschlafe. Ich habe wegen der Mühe habe ich immer ihr Fell dabei. Und das verleitet dazu, dass man sich überall ganz schnell hinchillt. Und warum ich das Fell dabei habe. Genau. Wieder hat ein Flugzeug. Du kleiner Kläffer. Die Mühe hat sich das einfach mal von den großen Hunden abgeguckt, dass sie so kläfft. Boah, das ist aber ein fettes Flugzeug. Das finde ich jetzt aber echt unromantisch. Geh weg! Kleine Mühe, komm mal hier zu mir. Ja, ich habe schon viele Liebesgeschenke gemacht. Ich habe auch schon sehr, sehr schöne... Nein! Das ist ein Stock. Mühchen, lass mir auch den Stock. Lass ihn mir. Lass mir bitte den Stock, mein Schatz. Ich möchte auch einen Stock haben. Such dir einen eigenen. Der ganze Wald ist voll von Stöcken. Mein Schatz, ich sehe es gar nicht ein. Ich sehe es gar nicht ein. Setz dich mal hin. Setz dich mal hin. Setz dich mal hin. Ihr seht schon, ich habe nicht so ganz den Durchgriff. Sagt man das? Durchgriff? Durchblick? Durchgriff? Wusstet ihr, dass ich mal im Wald gewohnt habe? Nicht ganz so lang. 2 Monate. Nein, länger. 3 Monate. Mein Schatz. Mir hat sich gerade ein Loch gegraben und sich reingesetzt. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich habe mal im Wald gewohnt. Aber das ist eine lange Geschichte. Es war ein Wald im Juragebirge in Frankreich. Ich war auch in einer Art Beziehung. Es war eine Waldbeziehung mit einer Frau, über die ich gar nichts weiß. Und wir haben uns im Wald getroffen und sie hat mich immer gezeichnet und ich habe immer Geige gespielt. Das ist so kompliziert. Muss ich euch das alles erzählen? Ich weiß nicht, ist es überhaupt interessant? Keine Ahnung. Ein Hund läuft durchs Bild. Also, ich habe so ein Austauschjahr gemacht in Frankreich und das war ziemlich freaky. Und als ich zurückkam, beziehungsweise als das Jahr zu Ende war und ich zurück sollte, wieder nach Deutschland oder wollte, war der Kontakt zu meinen Eltern ziemlich abgebrochen und ich habe mich ziemlich allein gelassen gefühlt, weil ziemlich schlimme Dinge passiert sind in Frankreich, die mit einem Tod in meiner Gastfamilie zusammenhängen und deshalb voll viele crazy Sachen passiert sind. Aber wenn euch das interessiert, schreibt mir das mal drunter, dann mache ich dann auch mal ein eigenes Video drüber. Auf jeden Fall war ich dann fertig mit diesem Jahr in Frankreich und habe gedacht, okay, auf keinen Fall kann ich wieder zurück in meine Familie und zurück in meine alte, komische Realschule, wo die mich eh nicht verstehen, und zurück nach fucking Ruhrgebiet. Und weil das alles viel zu krass war, habe ich das einfach verdrängt und bin einfach da geblieben. Ich habe meiner Mama erzählt, ich würde noch in der Gastfamilie wohnen, und ich habe meiner Gastfamilie erzählt, ich wäre wieder in Deutschland. Und so hatte ich einfach mal, ich hatte mich ja eh verliebt, und dann habe ich einfach 2 oder 3 Monate im Wald gewohnt. Es war aber in den Sommermonaten und ich hatte auch ein bisschen Geld. Es war also nicht, als wäre ich jetzt voll der Waldschrat. Also ich habe jetzt nicht nur von Wildkräutern gelebt oder so, halt auch und eben auch viel von Löwenzahn, aber auch viel von Äpfeln und
die einfach, also die waren jetzt nicht im Wald, aber die wachsen halt einfach viel in Frankreich, und habe aber auch Sachen gekauft und so, habe aber eben im Wald geschlafen. Ich habe mir dann eine Art Unterstand gebaut. Meine Freundin damals hat mir auch geholfen, die kam immer zu Besuch, und das war sehr kuschelig. Ich habe aber die meiste Zeit unter freiem Himmel geschlafen. Es war in diesen sehr, sehr heißen Sommermonaten. Genau, und ganz selten hat es mal geregnet, dann haben wir uns einfach untergestellt, und es gibt ja auch Bäume, die sind so dicht, dass man da auch einfach nicht nass wird, wenn man da drunter steht, genau. Und das war die Zeit, wo ich so ganz viel Geige gespielt habe, und irgendwann habe ich auch gedacht, okay, ich kann jetzt hier nicht alle weiter anlügen, die Sommerferien sind vorbei, meine Zeit hier ist vorbei, und ich kann aber immer noch nicht nach Deutschland. Und dann habe ich gedacht, ich mache mein Abitur in Irland. Und weil meine Schwester zu der Zeit in Irland studiert hat, habe ich meinen Eltern diese Idee vorgestellt und habe gesagt, hey, ob ich jetzt hier wohne oder in Irland, macht doch für euch jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Ich war dann 17 oder so, 16, 17, und dann konnte halt noch nicht alleine wohnen, weil ich halt noch nicht 18 war. Aber meine Schwester, die irgendwie anderthalb Jahre älter ist als ich und dann zu der Zeit gerade 18 geworden ist, die war dann auf dem Papier meine Erziehungsberechtigte, was mich funky war. Und dann haben wir zusammen in einer Studenten-WG gewohnt. Also sie hatte eine Studenten-WG. Und ich bin halt auf so eine katholische Mädchenschule gegangen in Galway, wo ich dann einfach auch noch geblieben bin, wegen der Liebe. Und ja, das war ziemlich cool. Es gibt sehr viele Geschichten von Irland, die ich euch erzählen kann. Ja. Oh, das freut mich, dass die mich hier rumlaufen kann, wie ein freier kleiner Hund, und Löcher gräbt. Die hat ja echt einen riesen Krater gegraben, und hinten auch, wo sie vorhin drin gesessen hat. Ja, erzählt mir doch mal, was ist das romantischste Geschenk, was ihr mal jemandem gemacht habt? Was ist das romantischste Geschenk, was ihr mal jemandem gemacht habt? Oder einer euch gemacht hat? Ich habe auch schon crazy Geschenke bekommen. Das muss ich euch auch mal. Ich habe auch eine ganze Sammlung von verrückten Geschenken. Die muss ich euch eigentlich auch mal zeigen. Das geht nämlich von einem selbstgemachten Hut von einem Hutmacher aus Griechenland für Mühe mit einem doppelten Boden, wo noch ein extra Special-Geschenk drin war, bis hin zu einer selbstgebauten und bemalten mega geilen Hippie-Gitarre und Songs und so. Das muss ich euch auch mal erzählen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Video. Lauter Geschenke, die ich bekommen habe. Ja. So, das ist schon wieder ein langes Video. Sollen meine Videos kürzer sein? Wie lange ist ein Video, was ihr gerne guckt? Habt ihr überhaupt, also jetzt ist hier gerade 80 Minuten, habt ihr überhaupt 80 Minuten am Stück Zeit oder Lust? Guckt euch das alles an? Oder guckt euch eh nur die ersten 10 Minuten an? Wenn das der Fall ist, dann würdet ihr diesen Satz hier gar nicht sehen. Yeah. Weil ihr dann schon abgeschaltet hättet. Aber schreibt mir das mal irgendwo hin, wie lange ihr überhaupt guckt oder wie lange euch die Videos Spaß machen. Ja, genau, wie lange die. Und jetzt lege ich mich mal ganz kurz aufs Ohr. Das darf man doch. Ich darf halt nur nicht einschlafen. Aber wenn, ist es auch kein Drama. Ja. Hundefutter habe ich nicht dabei. Das wäre blöd. So, ich sag jetzt. Ja, da hinten bellt die Mühe. Die hat bestimmt was gefunden. Ja. Mein Baby, was ist? Möchtest du gehen? Komm mal hier hin. Ich sag tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt ihn. Geht mal vor die Tür. Ist schön da. Geht mal raus. Mach mal den Bildschirm aus. Mach ihn jetzt mal aus. Du hast heute genug YouTube-Videos geguckt, und es ist wirklich Zeit für dich, rauszugehen, um mit deinem Hund zu spielen und deinen Körper zu bewegen und frische Luft zu schnappen und Vögel zuzuhören. Mir hat mein Blatt kaputt gemacht. Du hast mein Blatt kaputt gemacht, du kleiner. Du Schabernackhund. So, hier, geh jetzt mal raus. Tschüss, mach mal YouTube aus jetzt. Dies ist das letzte Video, was du heute geguckt hast. Bäm!